Und du spielst jetzt die Amazone. Habe ich doch überzeugt gekriegt, was zu spielen, was du noch nicht kennst? Ja. Das heißt, wir spielen auch auf Meta, oder? Wir googeln jetzt nicht irgendwie die besten. Nö, wir spielen, worauf wir Lust haben. Gut. Dachte ich jetzt so. Müssen wir nicht mit. Nee, müssen wir mit niemandem reden, ne? Eigentlich. Varif hat hier was für dich. Nee, mit dem habe ich schon geredet bei mir. Ach so. Die hatte ich schon kurz angesprochen. Dann müssen wir. Akara habe ich gerade schon angesprochen. Okay, gut dann. Ich folge dir. Hier bin ich automatisch direkt am Sprinten. Ja, in der Stadt schon. Außerhalb dann nicht mehr. Okay. Eigentlich. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur eine Attack. Du kannst es mit R, glaube ich, deaktivieren und aktivieren. Ansammeln, Attack. Ja, ja, das weiß ich. Scroll of Identity. Okay. Ich habe nur eine normale Attack bisher. Hauzi! Ach, wir müssen jetzt erstmal die Höhle des Bösen, ne? War das erste. Genau. Mein Gott! So, die Frage ist natürlich, wo wir jetzt hin müssen zur Höhle des Bösen. Warte mal, ist das hier oben? Ha! Guck mal, gefunden. Yay! Komm mal. Wenn ich mal laufen würde, geh mal da rein, Mädel. Durch die Tasten auf der. Direkt ein Cap gefunden hier. Moins, alles moins. Holz brauchst du echt nicht mitnehmen. Sagst du! Wenn, dann sind sie wahrscheinlich eher für mich interessant, weil ich überlegt habe, ob ich einen Bogen gehe, wenn du Nahkampf machst. Ich wollte auf die Fallen eigentlich gehen von der Assassin-Tante. Ja, das ist wahrscheinlich sowas wie Nahkampf. Das ist eigentlich ja aufstellen und warten, dass Dinge passieren. Ja gut, da kann ich ja von hinten schießen und sie anlocken. Ja, also wir können sie generell alle beschießen. Treff nix! Was ist denn das, hab ich hier? One-Hand Damage, Throw Damage, Quantity, okay. Das heißt, ich kann die auch schon schmeißen. Was? Jeder 10. Frame wird nicht übertragen. Sieht gut an, das Game ist echt nur um Zittern. Okay. Das ist bei mir auch, ist die Frage. Blast your enemies to bits. Shockwaves, Fire Damage, Charge Bolt Sentry, Make Wake of Fire, Lightning Sentry. Bildschirm auflesen, runterregeln. Also Xan sagt 800 mal 600 Fenster und Bildschirmauflösung runterregeln. Weiß nicht, ob das so smart ist, weil dann ändert es, glaube ich, bei OBS die Auflösung für das Fenster, was du übertragen willst. Also das ist dann, glaube ich, auch nicht so geil. Blade Sentinel, Lightwing, Wake of Inferno, Death Sentry. Shock Web, Throw a Web of Lightning to shock your enemies. Wake of Fire, March. Du darfst nicht zu viel von mir erwarten, denn ich sehe außer meinem Charakter und Feuer rein gar nicht gerade. Ich bin am Laden, Moment. Das ist richtig gut. Also ich sehe nackte Menschen und Feuer. Also die Kasia, die ja ihren halben Hintern präsentiert, die sehe ich auch und ich. Ich überlege gerade, welchen Skill ich jetzt gehe. You're not a psychic hammer, use the power of your mind to create a psychic blast to crush and knock back your enemies. Ja, ich habe schon Level up. Hä, hast du schon ohne mich gespielt? Nein. Ich habe gerade mal Hälfte. Ich habe schon ein Level up, ich bin schon Level 2. Das ist ja mega unfair. Ich läuft kann flüssig, solange du nicht raustappst. Okay, das ging gut. Ja, raustappen, Traps. So, spiel ich jetzt mit Traps. Blade Fury, Wake of Fire. A Trap that emits Wave of Fire. A Trap that emits Charged Bolts. Traps Traps sind die Sentries, oder? Darf ich mal kurz rausgehen und mir mein Level holen? Ich kann einfach mitkommen. Nee, du hast doch ein Level mehr als ich. Bleib doch da. Und ich will die XP trotzdem haben. Ich will OP werden. Wow. Ihr wird nicht ohne mich gelevelt. They'll never see me coming. Ach, das ist so schön mit dem Englischen. Oh, nice. Direkt mal einen Gem gekriegt hier. Aber warte mal, vielleicht weil wir nicht in einer Party sind und du hast die Last Hits gemacht. Moment, wir sind nicht automatisch in einer Party? Ich glaube nicht. Nope. Hab dich invited. Moment, wie mache ich das denn? Du musst das vierte. Ah, hier Party Screen, accept. LOL! Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Ich habe vergessen, dass man das extra machen muss. Warum bist du denn zusammen in einer Lobby und nicht in einer Party? Naja, wir könnten ja auch gegeneinander irgendwie spielen. Du kannst ja auch, es gibt ja auch Friendly Fire, wir könnten jetzt auch gegeneinander kämpfen, glaube ich. Das ist schon sehr, sehr alt. Halt nicht so kooperativ gedacht. Ich sehe leider jetzt überhaupt nichts. Also, ich weiß auch nicht. Da kam ja alles raus! Du hast schon eine Kiste im Haus übersehen.
Sehr gut. Wo alles Mögliche rauskam. Ich bin sehr gehandicapt gerade. Ich sehe weniger und ich habe einen Charakter, den ich kenne. Und ich ein bisschen Experience-Schein. So, fick dich. Ein bisschen aufzuholen hier. Bin ich. Bringt das eigentlich was, zweihändig zu gehen in dem Spiel? Ich habe nie Dings gespielt. Assassin. Ja, vielleicht weiß es jemand anders. Voll doof. Vielleicht weiß es ja jemand anders. Probier's so. Halt mal. Ich habe jetzt zwei Dolche oder sowas. Aber du solltest halt wahrscheinlich früher oder später diese Waffen nehmen, die sie speziell hat. Ja, habe ich aber noch nicht. Dass du, wenn du Alt drückst, nicht mehr angreifen kannst, ist ein bisschen nervig. Na, dann geht's halt auf die Gegenstände. Ja, aber nur auf Gegenstände. Du kannst halt keine Gegner mehr anklicken. Habe ich auf meine Block geklickt. Können wir uns also in die Ecke stellen und können wir uns hier. Nee. Das machen wir, wenn du sowieso guckst. Dann habe ich, glaube ich, genug Zeit, mal durchzulesen, was du überhaupt kann. Ja, das wollte ich ja gerade tun, eigentlich. Aber wenn wir können jetzt noch deinen Schrein benutzen. Dein Schrein. Ja, schon den Schrein sollte man noch nutzen, ja. Schrein. Let's go. Hast du recht. Hier gibt's noch Gegner. Wir sollten halt mal die was? Finden. Ach so, stimmt, die Höhle haben wir jetzt nicht mehr. Da gibt's wahrscheinlich mehr Gegner drin. Ja, wir sind jetzt einfach irgendwo hingelaufen. Ja, meistens bietet sich's an, den Weg entlang zu laufen, gerade so in den ersten Gegenden. Ja. Hab sie. Ich seh dich aber auch nicht auf der Minimap. Ich seh dich auf der Minimap. Perfekt. Ich dich nicht. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich an der Köhle. Ja, nee, ich seh dich aber auch nicht, wenn du rauskommst. Jetzt seh ich dich auf der Minimap. Ich seh nur mich selbst. Seh Joanna auf der Minimap. Und du siehst aber links oben, sind die HP-Balken siehst du schon. Ja, das sehe ich, aber ich sehe kein Minimap-Kreuz halt von dir. Superior Leather Armor, jetzt bist du aber hier. Gut geschützt. Okay. Erinnert sich noch, dass man hier die Schamanen zuerst töten kann? Hab ich gerade gemacht. Okay. Ich wusste es noch nicht mehr. Ich muss meine Tutorial-Lumi ein bisschen raushängen. Jojojo. Ah, und Wands bringen Geld, ne? Ja, ich habe nur keinen Platz mehr. Und du hast mir schon weggesnackt. Ah, jetzt habe ich den Dings nicht mehr. Jetzt können wir uns, wenn du magst, hinstellen und lesen. Okay. Muss eben hier mal Sachen sortieren irgendwie. Ich habe einen Haufen Town Portals gefunden. Das ist, glaube ich, nicht so smart. 4 bis 7. Town Portals braucht man noch. Ich habe schon zwei Assassin-Only-Sachen. Very Fast Attack Speed, die Dagger oder was das sind. Ist doch gut. Hallo Zwubel, ich muss mal kurz was einstellen hier. Zwubel will Dinge von mir. Der will sich ja als Apfel-Diablo-Spiele. Da war der Apple. Dann spielen wir jetzt halt als Apple-Diablo. So, da kann ich natürlich nicht lesen derzeit. Ich glaube, ich gehe wirklich Richtung Bogen und passive Magic Skills. Full. Achso, das sind die Throw Potions. Bling! Ich hab mir jetzt schon fertig. Ah. Brauchst du so Town Portals? Ich hab irgendwie 5 Town Portals, ne 4, aber trotzdem. Nee, wir nutzen die ja dann eh zusammen. Aber ich will sie loswerden. Kann ich welche aufnehmen? Jo, hier. Hast du eins. So, jetzt die Frage, in welche Richtung ich skille. Cobra, das sind die Strikes. Wenn du einen Bogen findest, ich brauche einen Bogen. Burst of Speed. Wirklich, diese passiven Sachen muss ich nur skillen und dann habe ich sie, ne? Ah, du hast auch einen passiven Tree? Ja. Weil ich habe auch einen Tree für Claw Mastery zum Beispiel. Hatte ich nie. Aber das scheint Shadow einfach passiv zu funktionieren. Moment, gibt es eine passive, nennt sich Shadow Warriors, das ist aber doch eine aktive, oder? Ja, oder? Summon the Shadow of Yourself. Und Magic Skills, also bei mir ist beides so in einem. Nee, bei mir heißt es Shadow Disciplines und da steht ja nicht dabei, was passive ist. So richtig, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall nicht passive, aber ja, das ist gemischt.
habe schon eine Rüstung. Ja, gerade angezogen. Defense 14? Moment. Eine Rüstung, ich Defense, ich habe Defense 13 und Attacker takes 1 Damage. Okay, ja gut, kannst du behalten. Das brauche ich auch nicht mehr. Arrows brauche ich jetzt auch. Und wobei, wenn ich dann jetzt ich glaube, Dex hat bei mir. Ja, Dex hat bei mir, glaube ich, das, ach, das Attack Rating, ne, nicht Attack Damage gemacht. Brauche ich nicht. Mach alles nicht. Blödsinn. Brauche ich auch nicht. Rinder. So. Auch nicht. Jetzt ist mein Attack Rating erhöht. Bin mir noch nicht ganz klar, ob es so gut ist, Dex zu skillen, wenn ich auf die Traps eigentlich gehen wollen würde. Ich weiß nicht, ob die Traps damit irgendwie skalieren. Ich glaub's nämlich nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe noch einen, so einen Zuhause-Skillbaum, wo ich irgendwelche extra Moves machen kann. Ach, das war der Kombo-Baum. Oh no. Nee, die Martial Arts will ich nicht spielen. Weil das ist ein Charge-Up-Skill, da musst du bestimmte Skills machen und ein paar von den Skills sind Finishing-Moves. Mm, also du musst dann mit einem Starting-Move anfangen, Moves dazwischen machen und irgendwann einen Finishing-Move für richtig viel Damage. Das ist mir aber zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Musst du dann mit deinen, das ist mit an die F1-Sachen, erinnerst du dich noch, ne, dass du da deine Skills hinlegen kannst? Was, F1-Sachen? Naja, dass du die Skills auf F1, F2, F3 und sowas legen kannst und dann mit dem Mausrad zum Beispiel durchscrollen. Ja, hab ich gerade gemacht. Aber ich habe jetzt hier den geskillt. Sehr gut. Ich habe nur einen passiven geskillt. Ich mache jetzt manchmal doppelten Schaden. Moment. Achso, du hast mir hier die Defense nicht. Das wollte ich gar nicht. So. Okay, Double. Ich habe da alles hingeschmissen. Ich habe übrigens schon 2 Level, also ich bin schon Level 3. Nee, ich bin kurz vor Level 3. Ich habe leider nicht so viel aufholen können. Oh, Shotbow. Mhm. Ah, da ist jemand gestorben. An meinem schönen. So. Tubel, wie geht's? Ich kann denken, dass ich Bogen auflade. Hat Bogen auflade? Achso, wegen den ja, Bolts und so. Die Arrows haben wir unten gerade hingeschmissen, ne? Naja, ich habe auch 350 da, so ist es nicht, aber. Ah, jetzt muss ich mal gucken, weil es gab hier die Taste, dass ich mich nicht bewege, während ich schieße. Shift. Ja. Bin ich halt, jetzt hast du wirklich gute Karten, weil ich bin immer ewig weit weg von allem. Du kannst alles einsammeln. Und so ja, einsammeln. Alles meins. Ach so. Es geht. Ganz okay, wenn ich nicht heute fast Dummies Rechner geschrottet hätte. Na, da bist du jetzt auch nicht dran schuld. Du hast halt ein Update gemacht. Also ich meine, dass ich immer keine Updates machen will und es dann halt funktioniert, das kannst du ja auch nichts für. Aber es war halt... War mal wieder, ne, selbsterfüllende Prophezeiung. Du hast gesagt, das wird schief gehen, dann ging es schief. Ja, ich sag ja, frühere Erfahrungen. Moment, irgendwo ist hier ein Schamane, da ist ein Schamane. Ein Key, mein Key. Da ist noch ein Schamane. Da ist noch ein Schamane da hinten. Fast ist doch gut, wow. Ey. Ich will die Gegner anklicken! Superior Throwing Knife. Das ist ja blöd, ich habe Angst, dass ich dann in der falschen Situation out of our... Jetzt hast du den wieder genommen. Schäm dich. Das war vielleicht Absicht? Du bist nicht so der Teamplayer, ne? Was? Teamplayer? Was, kann man das essen? Mhm. Moment, da gab's einen Gürtel. Den hätte ich gern. Ist irgendwo auch ein Schamane. Oh, jetzt hab ich ins Fenster geklickt. Scheiße. Hast du ins Fenster geklickt? Jupp. Meinst du, hast du rausgetappt? Ja, nee. Ich hab halt einfach. Ich hab irgendwie aus dem Fenster raus meine Maus bewegt. Das war nicht so schlau. Also, ah, weil ja, du jetzt im Fenster spielst. Kann ja außerhalb vom Fenster klicken. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber das sollte eigentlich mit dem Fernkampf besser sein, weil dann ziehst du ja auf die Gegner mit dem Maus, oder? Ja, aber ich ziele halt am Rande der Map auf die Gegner und nicht mehr in der Nähe von mir. Das ist das Problem. Oh, hallo. Wäre natürlich Nahkampf besser gewesen, habe ich nicht drüber nachgedacht.
Ja, du bist noch verprügelt, Lumi. Ich will die Level Klauf. Würde ich auch gerne, aber ich habe auch keinen Platz mehr. Jetzt hab ich rausgeklickt. Kriegst du sie. Jupp. Weiße. Ich hab die Handaxe. So. Ich hab gar nicht mehr zu identifizieren. Ja, dann nimm sie halt mit. Ich hab nix mehr zum Identen. Mal hier eh sowieso gerade kurz so ein bisschen Sachen reinstapeln. Hier hatten wir noch Mana Potions. Oh, ich hab geschlafen. Cool. Gold von Lumi. Wow. Wow. Das war 63 Gold. Das merke ich mir. Ich habe übrigens auch gerade die letzten Gegner in der Höhle gekillt. Das merke ich. Also soll ich den Portal machen? Das wäre smart, oder? Ja. Das war die Portalgebühr. Das merke ich mir. Und glaub mir, du wirst noch ein paar Mal sterben. Du bist vorne, ich nicht. Das war die Portalgebühr. Ich stand gar nicht vorne, ich stand jetzt immer hinter dir. Ja. Oh nein, jetzt habe ich mich verklickt, jetzt habe ich meine Skills resettet. Heute ist nicht mein Tag. Ja. Ach, Lumi. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Ah, also Leute, ne, falls ihr gemerkt habt, wir machen heute so ein bisschen Sonntagsstream, wir spielen einfach entspannt Diablo. Von daher wird es wahrscheinlich heute nicht so allzu viel Interaktion geben. Ihr könnt mir natürlich Dinge fragen, oder auch Lumi muss sich ja Dinge fragen, aber... Ich kann mal keine Dinge fragen. Es konzentriert sich heute auf uns beide. Schaffst du es irgendwann auch mal hierher? Du kannst doch jederzeit hochkommen, was ist denn dein Problem? Nee, ich wollte erst hochgehen, wenn du... Achso, ja, Vergiss es. I can't carry anymore. Wieso? Nur weil du unfähig bist. Wow. Nicht? Richtig. Warum? Ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Warum? Gemeines Arschloch. Kann ich irgendwo finden, welche Skills auf Dingens auf was skalieren? Keine Ahnung. Würdest du mir jetzt auch nicht sagen, ne? Mhm. Wahrscheinlich nur sogar mit Level, kann das sein? Dass Skills generell nur mit Level skalieren? Also sind Attack-Skills oder sowas? Wer weiß. Ach, du bist doof! So viel zu Tutorial Lumi. Tutorial Lumi ist in dem Moment gestorben, wo du ihr Gold geklaut hast und dich über sie lustig machst, stimmt, dass sie stirbt. Stimmt gar nicht. Tutorial Lumi ist 3 Sekunden vorher gestorben. Ich kann doch dein Gold zurückgeben. Nee. Ist verkackt. Hi there. Ach, Mann. Oh, Moment. Warum sind denn Throwing Knives so teuer? What? Sell Value 480? Okay. Da freue ich mich ein bisschen. Das nehme ich. Ich brauche ihn nicht. Ist das gleiche, was ich schon habe, ne? Ne, 3 bis 6, du bist sogar schlechter. Ach, damaged. Hm. Deswegen. Mal sehen, wie lange sie schmollt. Bestimmt viel zu lange. Oder bis ich sterbe und sie mein Gold snacken kann. Geht hier ums Prinzip. Schmoll jetzt den Rest des Streams. Wirklich? Ja. Das wäre ganz schön sad. Gemeint. Was habe ich denn hier? Low Quality Sash, Defense 1, Durability 3 of 3. Ha. Macht keinen Unterschied. Nur keine Boots. Können wir noch Boots kaufen? Kick Damage? Der Kick Damage geht mit Boots nach oben, das ist ja awesome. Naja, gut, das ist ja fast naheliegend. Das ist trotzdem awesome, finde ich. Ich halt einfach nichts sehe auf diesem Bildschirm. Ich müsste echt aufstehen und mal einen Rollladen runter machen. Soll ich zu dir rüberkommen, alles wieder gut machen und den Rollladen runter machen? Vielleicht. Damit du nicht aufstehen musst. Shimmering Buckler auf der Checker. Ich hab mich jetzt ziemlich eingebaut. Ich komme hier leider schwer wieder raus. Wann ist denn das lila? Ich hab hier einen Shimmering Buckler of the Jackal. Lila sind einfach nur magische Gegenstände.
Aber andere magische Gegenstände sind nicht lila vom Bild her. Ja, es gibt manche, die haben so eine magische Eigenschaft oder sowas, die sind aber nicht, sind dann halt keine magischen Gegenstände in dem Sinne. Okay. Aber die, die lila sind, okay, haben schon ein bisschen mehr und die, die gold sind, sind halt die krassen. Ich nehme erstmal Energy mit. Ich brauche hier nochmal Sachen zum Identifizieren. Dingens, wie hieß du nochmal? Hier, Akara, kommen Sie her. Wer bist du eigentlich? Warte, du bist draußen am Fighten oder was? Zum Aufholen? Dass ich meine Level wieder nachgekommen. So. Da sehe ich auch keine Gegner. Also. Tome of Town Portal, Tome of Identity. Ich habe einen Gegner getötet. Wie viele Level hast du jetzt? Moment. Oh, dammit. Ich bin Level 4 und hab 6293 XP. Ja, okay. Da brauche ich noch ein bisschen. Strength Lightning repairs 1 durability in 33 seconds. Ich fühle mich gut equipped aktuell. Ich muss mal Blutrabe killen. Das ist doch auf Deutsch bei dir. Nö, aber Blutrabe kenne ich einfach noch auf Deutsch. Warum ist das jetzt bei dir auf Englisch? Das ist seltsam. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es mal auf Englisch installiert, weil du meintest, die deutsche Synchro ist so kacke und ich soll es auf Englisch spielen. Es ist auf Englisch echt schöner. Ich hab's jetzt auf Englisch, aber es macht für mich keinen Unterschied, weil ich mich eh immer durchklicke. With Claw Class Weapons. Also schon ein bisschen durchlesen, was die Leute dir zu erzählen haben. Sehe ich so aus, könnte ich lesen? Die reden auch. So, ich komme wieder raus. Wo bist du jetzt da unten? Sehe dich noch. Sehr gut. Ja, ich habe die eine Seite jetzt, glaube ich, habe ich abgehakt. Aber du läufst halt da lang, wo wir vorhin schon mal rumgelaufen sind, zum Level nachholen. Oder du schon mal rumgelaufen bist zum Level nachholen. Nee, da waren noch Gegner. Ja, aber nicht so viele wahrscheinlich. Oh, ich hab meinen. Also, vergiss nicht, dass ich nichts sehen kann, ne? Shit, ich hab mein Gold nicht weggepackt. Vollidiot. Jetzt darf ich nicht sterben. Musst du mal sterben. Also sagen, wenn ich jetzt sterbe, aber ich hab 77 Gold, ich hab's komplett ausgegeben, vergiss es. Was hab ich jetzt gemacht mit dem ganzen Gold? Identifikationsschriftrollen gekauft. Wow. Beware. Ich hab mit Flavie geredet, Entschuldigung. Flavie? Keine Ahnung, wie Flavie heißt, aber ich glaube, hier müssen wir nicht lang. Nicht? Ich dachte, hier geht's zum Blutgrabe weiter. Das recht über die Cold Plains, müssen wir ganz anders. Wir müssen doch jetzt zur Blutgrabe. Ja. Dachte ich so. Ich sehe nix. Deswegen läufst du so langsam. Ich kämpfe hier vorne. Ja, was? Hauen sie drauf? Das ist eine neue Spielerfahrung. Lumi spielt blind. Oh Gott, hier kommen jetzt die Elite. Überlebt er noch. Jupp. Crew Javelin. Ah, die Javelins waren, glaube ich. Gloves. Was denn? Du hast schon Handschuhe, du hast goldene gekriegt. Ja. Brauchst du auch noch ein Cap? Ja. Das sehe ich nämlich bei dir nicht so genau. Hier, Happen, du. Was? Ja, ich brauche noch eine Cap. Hier, nimm. Nehmen sie, habe ich hingelegt. Danke. Ist eigentlich Miner oder Light Mana Potion besser? Die Light, die mit dem Strich in der Mitte. Die mit. Achso, ja, gut. Später welche mit zwei Strichen oder welche mit drei Strichen und dann welche mit drei Strichen mit einem Henkel auf der anderen Seite und das sind die besten. Hört sich nicht so viel an, ehrlich gesagt. Nö, ab einem gewissen Punkt ist es echt schwer, dann auch Leben zu heilen. Deswegen frage ich nach Mana Potions. Darfst einfach nicht sterben ab einem gewissen Punkt oder musst irgendwie Life on Hit haben oder sowas wahrscheinlich. Ja, oder du holst ja halt diese Full Geratschen Dinger, die dann beides machen. Was? Full Geratschen Dinger? Die sind halt teuer. Es gibt ja welche, die füllen beides in einem Schlag komplett auf. Die sind halt relativ teuer. Meinst du die Light Healing Potions? Nee,
Doch, doch, du meinst die Leiter. Warum laufen wir eigentlich jetzt gerade? Wir sind ganz auf dem Weg. Warum laufen wir jetzt vom Weg weg? Ich sehe den Weg nicht. Du siehst den Weg nicht? Ich sehe wirklich nichts. Okay, dann muss ich hier. Da ist noch ein Key. Hier rechts ist der Weg. Hier ist er. Du hast angeboten, mir den Rollladen runterzulassen. Dann kannst du dir angucken, was ich sehe. Nämlich nichts. Ich komm gleich. Ja, wieder zurück in die Stadt gehen. Das nächste Mal komme ich rüber. Was sortierst du jetzt aus? Hier sind noch Arrows für dich. Ach, das ist ein. Moment. Das ist ein Fleck. Auf deinem. Oh Gott, hier kommen ja viele. Was ist denn jetzt hier los für eine Party? Gut. Gut, gut. Okay, gibt's ja nicht viel. Das ist alles aus. Hier links geht's weiter bei mir. Mutti zumindest sieht für mich so aus, wie weitergehen. Kannst du nicht auch auf Speer gehen? Amulett. Ich will aber nicht auf Speer. Aber ging nicht mit Speer werfen und sowas? Geht doch auch, oder? Ich will aber nicht Speer. Willst du nicht in die Ferne sehen? Du Speer. Hi, Sono, ich kann den runter machen, aber ich habe mich hier wirklich sehr eingebaut gerade. Also ich bis war, ich hier raus bin. Burial Crowns war richtig, oder? Ja. Keine Ahnung, kann sein. Ja, das ist sieht, ja, Burial Crowns, sieht ja, ist sehr richtig. Nach. Richtig, ist richtig. Wollen wir erstmal drum rum? Wobei, der war nicht so schwer, das letzte Mal noch. Normalerweise kriege ich immer drum rum. Oh. Ich hoffe, jetzt wieder sterbe. Kann man die nicht mit Doppelklick nehmen? Wow. Okay. Doch, mit Rechtsklick nimmst du sie. Ja, aber nicht mit Doppelklick. Nee, das wäre auch zu easy. Moment, ob ist bei mir gerade heller geworden, der ganze Bildschirm? Hä? Oh, Scrolls Identifier. Questlock. Hä? Questlock, das halt vielleicht. Kill Blood Raven, aber da wird der ganze. Da wird das ganze Ding heller? Keine Ahnung, eigentlich nicht. Wäre es nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich dran erinnern würde. Brauchst du mich ganz schön lange für die Viecher? Da ist Blood Raven. Bin ja auch noch zwei Level unter dir oder so. Aua! 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 Can you stop this, Blood Raven? Aua! Warte, komm schon! Selten, dass die Eisschaden macht. Ich erinnere mich daran nicht mehr aktiv. Die macht die ganze Zeit Eisschaden bei uns. Stimmt, eigentlich macht die doch Blitze und so ein Shit, ne? Nee, die macht eigentlich gar nichts, sondern am Ende kommen dann Blitze, wenn sie tot ist. Stimmt. Irgendwie seltsam. Ich hab wieder ein Level abgekriegt. Mal was Neues. Hä, das sind vor allen Dingen Feuerpfeile, die Kälteschaden machen. Was sind das? Ach, das Feuer käme von dir. Nee, das sind Feuerpfeile von ihr. Die schmeißt hier nochmal Feuersachen. Nee, das bist du. Ja, das bin ich. Könntest du aufhören zu rennen, Blood Raven? Oh, oh. Natürlich treffst du sie einfach so gar nicht. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, du triffst sie auch nicht. Aber die Skelette treffe ich. Ich will nicht looten, ich will die Blood Raven hauen. Wo ist sie denn jetzt? Hier draußen rennt sie rum. Ich bin gerade hier reingelaufen. Ich sehe sie. Was machst du? Ich hau drauf, Mann. Sie ist fast tot. Jetzt Blood Raven, hier geblieben. Ich treffe sie nicht. Ich hab sie. Finally, ey. Wieder was für deine Klasse, noch für meine. Golds, Gold, Scroll of Identity, Superior Eagle Orb. Eagle Orb war doch auch so ein Ding, was. Wow, Lumi ist an ihrem Sessel festgekettet, weil die beiden nach dem Spiel noch was anderes spielen wollen. Wir gehen jetzt ja zurück, ne? Wo bist du? Da bist du. Oder? Ja, können wir machen. Warte, ich mache einen Ton. Hätte ich jetzt auch machen können, aber dann machen wir das. So, dann mache ich jetzt nämlich das Ding hoch für dich. Runter, meine ich. Nice. Nicht hoch. Nur so ein bisschen. Wer überhaupt hier an mir vorbeikommt.
mal meine Spieleansicht an. Ja, es ist nicht so viel. Es ist mehr, als du gesagt hast, aber... Du musst hier runterkommen, wahrscheinlich ist es auch nochmal eine Frage der Perspektive. Oh ja, stopp, reicht schon. Ich mach noch nicht ganz runter, bitte. Ich hätte schon noch gerne ein bisschen Sonne. Jetzt ist es zu dunkel. Mach's bitte noch ein Stück wieder um. Musst du aber eine halbe Stunde wahrscheinlich wieder auf. Nee. Okay, stopp. Danke. Oh, voll nice. Oh Gott, ich sehe dieses Spiel. Es ist alt. Was ist Mikro rumgespielt? Ist alt und ein bisschen hässlich. Aber genau so mag ich's. Danke. Wow! Ja, ein bisschen faul, das stimmt. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich hier ziemlich eingebaut. Ich hätte alles wieder abbauen müssen. Da wird man erst übelste Sorte hier geblamed, Alter. Alter, so übel geblamed. Übelstes wurde geblamed, Alter. Voll übel geblamed. Walla, das muss mal Gutes geben. Oh. Was eingebaut? Mich habe ich eingebaut. Oh, nee, mit dir wollte ich nicht reden. Ey, du bist fettlubig, ich will mit Charzy reden. Wow. Du hast im Weg. Man. Feels bad. Okay, die Sorcerer's Only Sachen sind irgendwie nichts wert. Nee, doch schon, wenn sie Fähigkeiten haben. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Maximum Damage Cold Resist. Azure Amulet of Craft. Ich hab ein Amulet. Nice. Bist du jetzt alt und ein bisschen hässlich oder mag dich Lumi einfach nicht? Ich glaube, Lumi mag mich einfach nicht. Oh, ich mag dich. Was behauptest du jetzt? Brauchst du ein Leather Armor mit Defense 20? Ja, ich habe immer noch Defense 13. Ich habe keine Armor gefunden sonst. Sag ich mal so. Dann kriegst du von mir. Das sieht doch auch ganz brauche ich mal so. Aus. Ich guck mal kurz. Ich würde gerne mal kurz jetzt hier zu Private Stash. Da hätte ich gern das hier an Deposit. Ah, jetzt sehe ich auch dich angezeigt. Das war vorher durch die. Da, ich habe den Dings hingeschmissen. Oh nein, jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Moment, den Schlüssel brauche ich. War zum Mitnehmen. Was hast du mir hingeschmissen? Ich hab dir bei ihr das, den Leather Armor hingeschmissen. Welcome. I can hardly. Oh, ich habe erst noch mein. Hä? Achso. Superior Leather Armor. Nehme ich. 20 ist schon ordentlich. Ich habe jetzt, Kyle heißt meine Dame, die ich gekriegt habe, die noch mitkämpft. Jetzt habe ich im Prinzip zwei Amazonen, die mit mir rumfahren. Du hast insgesamt sogar drei. Stimmt, weil du hast ja auch noch eine. Dann. Treffen wir uns bei den Cold Plains? Können wir gleich. Müssen wir bei den Cold Plains überhaupt weiter? Jo, wir müssen nach Stonyfield und Darkwood und. Go through the underground passage to the dark woods, search for the tree. Und dann müssen wir über die Cold Plains, müssen wir zu Stonyfield. Ah, underground passage, jo. Okay, Moment. Ich bin da. Das letzte Mal, wo ich doch verzweifelt am Rand gesucht habe, dabei ist der gar nicht am Rand. Das wollte ich gar nicht. Schockball. Den wollte ich nicht. Hier, kannst du haben. Ich weiß nicht, ob der besser ist als meiner. Du aber hast einen kaputten Schurftuch. Du willst ihn, aber. Warum will ich den? Willst du nicht. Weil der ist besser als meiner, deswegen willst du nicht. Aber du kannst ihn deiner Tussi geben. Ach so. Ja, die hat die gar keinen Bogen? Weil die komme ich denn zu der Tussi? Gar keinen Bogen. Du gehst oben auf ihr Bild und dann fängt es an so zu leuchten. Ja, mhm. Und dann Rechtsklick. Ja, okay. Die hat gar keine Waffe. Okay, ja, dann sollte ich ihr Waffen geben, alles klar. Das wusste ich nicht mehr, dass sie gar keine Waffen hat. Wahrscheinlich dann nach unten, oder? Ich lauf dir nach. Würde ich fast vermuten. Entdecke das Spiel. Wow. Und dann wäre ich hier wieder vom Chat geblamed. Ich mach dich auf immer nur im Kreis. Ich bin voll nutzlos. Wenn ich das im Kreis auf, siehst du ja mit der Minimap. Denkst du? Denk ich, ja. The Cave Level 1. Das waren so, wo es. Eine würde ich machen, komm. Das waren die Nebendinger sind und wo es immer am Ende ein bisschen Loot gibt, ne? Genau. Hier ist noch ein Stamina-Schrein. Jo, hab ich gesehen. Jo, lauf, renn halt einfach an allen vorbei. Das war mein Plan.
Wenn ich kritisch klinge, rede ich übrigens mit meinem Charakter, nicht mit dir. Hoffe, das ist dir klar. Wo ist diese komische Schamane oder so? Es ist mir übrigens sehr schwer gefallen, jetzt eine Frau zu spielen. Deswegen heißt sie jetzt Joanna. Weil sie kein John sein kann. Ja, du hättest ja auch einfach den Totenbeschwörer als John spielen können oder so. Ja, auf Totenbeschwörer hatte ich keine Lust, das hat mein Bruder immer gespielt. Oder den Berserker oder so. Ja, den habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Also ich habe, was ich schon mal gespielt habe, ist hauptsächlich Paladin, Druide. Ja. Und dann habe ich mal den Barbar ausprobiert. Da oben ist es doch, nur oder? Auf normal besiegt, also gemacht. Und ich glaube, Bogenschütze wollte ich immer machen, hatte nicht die Geduld für, weil man echt immer wegrennen muss und das mich genervt hat. Muss kiten dann, ja. Aber kiten sollst du ja inzwischen können. Mit Dota und so. Genau. Du kriegst nicht angeklickt! Die Sachen, die ich aufheben will. Das ist schlecht. Ja, du hast die immer weggesnackt in dem Moment. Da ist schon wieder ein Rare. Keine Ahnung. Wie hießen die nochmal, die goldenen Gegner? Champions? Die da. Oh, ich war zu langsam. Aber gut sind für dich. Was machst du den dritten jetzt oder machst du den nicht? Nö, ich habe nicht den dritten genommen. Okay, dann kriegst du es nicht. Ich habe die Fallen genommen hier, wo ich die. Es leckt ein bisschen, witzigerweise. Nee, nicht. Ja, du bist der Host. Wenn es bei dir lecken würde, wäre auch sehr merkwürdig. Das wäre sehr, sehr merkwürdig, Lu. Aber gibt's eigentlich für die Assassin auch so ein Kopfding wie für den Druiden, oder? Ne, wir wissen, das die Waffen, ne? Du kriegst die Waffen, genau. Okay. Combat Royale. Dann kommen sie aber auch. Kommen bitte doch. Aber nicht in meine Richtung. Es tut mir fast leid. Was kann die denn für Waffen tragen eigentlich? Kann die nur Bögen tragen? Wer jetzt, meine oder deine? Die Tante, die Helfer-Tante. Soll sie Townbolt Scrolls, glaube ich, auch mitnehmen? Oh, ein Ring. Eins. Ich hab Klingen hören. Den Ring habe ich mir jetzt gesnackt. Oh, dafür habe ich einen goldenen Sash. Wow. Wow, war das schon der Loot von der Höhle, oder? Da rechts gerade. Nee, es gibt da nochmal eine oh Gott. Eine zweite Passage und da ist eine goldene Kiste. Da gibt's quasi den Ring. Stimmt, da gibt's das zweite Level, ne? Genau. Da kommen dann immer entweder Champions oder eine goldene Figur und die bringt. Ja, Champions hatten wir aber gerade schon zwei. Ja, aber da unten ist dann nochmal eine Ecke heftiger. Low Quality Shotbow, den hätte ich gerne für Dingenspummels und so. Hier, nehmen. Also nehmen, Madame. Richtig guten Magic Bows würde ich dann aber trotzdem für mich beanspruchen wollen. Ja, ist schon klar, ist schon klar. Ich habe das Gefühl, ich mache ja gar nichts mehr. Ich laufe nur noch hinterher. Und habe ein Level abgekriegt. Wie nett. Bin jetzt Level 6. Ich bin Level 5. Aber Blade Sentinel mit New in the Target Point. Du wolltest gucken. Was wollte ich gucken? Gucken, was du. Hä? Ja. Du wolltest dein Level machen. Ich hab's nur kurz geguckt, aber ich wollte gucken, weil Level 6 kann ich ja andere Sachen kriegen, aber ich glaube, ich würde noch gar kein neues nehmen. Wobei ich mal gucken muss, was mir. Hier sind noch blaue Throwing Nests. Was mir was bringt. Ich glaube, ich würde mich ganz gerne auf Blade Fury gehen. Und da muss ich gucken, was Blade Fury verstärkt, weil das macht's, glaube ich, gar nicht. Nee. Fireblast, Wake of Inferno, receives Bonus. Achso, nee, receives Bonus ist vorne. Wo jetzt hin? Ich stehe hier noch. Nee, jetzt krieg ich dich wieder nicht mehr angezeigt. Ich bin links unten von dir. Ja. Stand da. Weird. Aber Blade Fury hat, glaube ich, nichts, was Bonus-Sachen, Bonus-Damage von Dingen kriegt. Ansonsten sind Sentries und Wake of Inferno. Damit sie auf die Sentries. Es lohnt sich übrigens teilweise, die Skills auch einfach aufzuheben und dann später zu nutzen. Ja, ich weiß, ich habe auch schon 4 Skill-Punkte übrig. Ja, Dito.
Also ich habe ein paar verpasst schon an Level-Ups. Ja. An der Stelle. Ist schon ein bisschen vorbei. Ich werfe schon mit. Schaden macht. Oh jo, ich merk's. Und Eis. Oh Gott. Au. Dass die alle so viel Eis-Damage machen. Demon Cold Enchant. Ich möchte ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich immer rausgekriegt, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht Resurrection ist schwerer. Und aua, 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 aua. Du, jetzt hast du mir das Gold wieder weggesnackt, oder was? Wo ich ihn gekillt habe? Du Sau. Ich hab schon wieder rausgeklickt. Ja, Block sagt, das merke ich mir. Wow. Tja. Wow. Tja. Darf man sollte immer nett sein zu einer Lumi. Eine Lumi vergisst nicht. Ich bin da wie ein Elefant. Wie, du machst jetzt irgendein böses Kommentar. Ich hab's mir verkniffen, aber für mich selber gelacht. Ja, ja. Das merke ich mir auch. Ich hab grad noch überlegt, ob ich es dir noch gebe. Bowls? Nee, Bowls brauche ich aber meiner Tante nicht geben, ne? Kannst du. Ich glaube, das hat keinen nennenswerten Effekt. Also Bolts eh nicht, weil sie ja keine Armbrust hat, aber... Ich meine Arrows natürlich. Senden. Nö, 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 nö. Da geht's runter. Hast du den Druiden dann damals auf Shapeshifter gespielt oder auf was anderes? Nee, auf Minions und Kram. Also quasi wie den Dingens. Moment, hä? Meine Tante ist gestorben. Och nö. Mal nochmal hochgehen, wirst du wiederbeleben. Ja, kann ich dann spielen. Die levelt machen. Halt mit, wenn sie nicht da ist. Ja, ich weiß, ist dann halt so. Wobei ich kann mal kurz backporten. Eh fast voll. Bei wem kann ich die wiederbeleben? Bei Akara? Ja. Halt mir fest, Lumi ist wie ein Elefant mit dem Gedächtnis der Haut. Mhm. Ah, hier. Mal ganz kurz. Mal den Chat noch ein bisschen ordnen, weil ich sehe nämlich immer so zwei Sätze nicht. Nicht zwei Sätze, sondern zwei Buchstaben. Okay, ich brauche mal eine Bodyarme und einen Helm für die Tante. So, warte mal, jetzt aber nicht wieder zurückgehen vom. Nee, ich weiß. Bin jetzt durch dich oben. Order welcomes you. Na komm, Akara, gib mir dein Zeug. Was haben wir denn hier? Wie viel habe ich denn hier noch? Quantity 13,3. Jo, da bin ich noch gut bedient. Antidot-Kost. Was ist eine Thrawning Potion? Was macht die denn? Dieses gelbe. Die kannst du schmeißen und dann macht sie Schaden. Okay, das steht aber nicht dabei, bevor man die kauft. Das ist ja frech. Weißt du, dass mein Bruder, als wir das gespielt haben, als der zu Diablo kam, das allererste Mal, war der so unterlevelt, dass er keine Chance hatte. Und dann hat er den nur mit diesen Throwing Potions gemacht, indem er immer im Kreis um ihn rumgerannt ist. Weil die machen immer einen Standardschaden. Irgendwie. Also die großen, die Minimalschaden. Machen ja, genau. Die haben dadurch fast mehr Schaden gemacht als er und dann konnte er weit genug weg sein von Diablo, um ihn halt so kaputt zu hauen. Und das hat er irgendwie locker 50 Mal gemacht oder sowas. Also ewig. Weil der regeneriert sich halt nicht, wenn du rausgehst, ne? So haben wir das erste Mal Diablo besiegt. Mhm. Requires Dex 33, requires Strength 33, Wristblade of Shock. Das ist die nächste Stufe, wa? Ich habe nämlich sonst keinen Wristblade, sondern einen Katar. Dammit. Will ich jetzt gamblen? Gamblest du eigentlich manchmal? Ja, ich gamble schon. 60.000 für den Ring habe ich nicht. Sind halt so, jetzt bei uns lohnt sich's nur so teilweise, weil so viel Zeug haben wir halt einfach noch nicht, ne? Dann würde ich mir, glaube ich, einfach mal was traden, und zwar zumindest eine Basic Body Armor, oder ich kaufe mir eine bessere Body Armor.
Enhanced Defense, Magic Defense Reduced by One. Yes. Kann ich die tauschen, dann kann ich meiner Tante nämlich eine bessere Body Armor geben. Mit die mal ein bisschen überlebt hier, die Dame. Meine nicht auch ständig schon umfällt. Ein Dings gegeben. Ich hab meine jetzt zwei Klamotten angezogen. Ich warte dann unten auf dich, ich muss ja eh noch ein bisschen... Und ob Thrawning auftauen heißt, Sono, keine Ahnung. Müsste. Bist du jetzt schon unten? Ja, ja, ich warte unten, weil ich muss ja eh noch Level nachholen. Da habe ich nämlich gerade erst Level 6 bekommen. Ich muss langsam Potions einsammeln. Nichts mehr zum Heilen? Ich nehme mich auch nicht mehr. Ich habe wenig auf jeden Fall. Wir haben gerade ordentlich reingezogen. Also hier ist was... Ja, ich bin voll geheilt, aber du kannst gerne haben. Gegner. Moment, bist du anders hingelaufen als ich? Offensichtlicherweise. Ja. Sagt hier unten ist, aber du bist dann wieder hochgelaufen. Ich dachte, du meinst die Heilstation. Nee. Nein, hier unten sind Gegner. Da ist er. Der Böse. Ist aber kein... Da hat sie Rejuvention Potion. Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Rejuvenation Potion. Ja, also stimmt, in der zweiten Etage war einfach nur noch Loot. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist hier immer noch mal ein goldenes oder Viech. Ja, dann müsste es links sein, das goldene Viech. Na, eigentlich ist es auch immer direkt an der Truhe. Also entweder wir haben es hier im Eingang schon aus Versehen erwischt oder es ist halt bei der... Nee, da links ist. Das sind aber zwei goldene. Oh Gott, ja, ich merk's. Ich werf von hinten Sachen rein, ja? Liegt das daran, dass ich nicht meine Klasse hab, oder bilde ich mir das ein, dass das Original schwerer ist als das... Vielleicht beides zusammen? Wieder rausgeklickt. Ein paar Mal heute so Burn Mana? Der macht einen Mana-Burn. Ja, unangenehm. Happen. Sehr schön. Also du hast gerade quasi alleine gemacht, ne? Ich habe da nichts mitgemacht. Langsam mache ich ja doch ein bisschen Schaden, ne? Würde ich schon auch sagen. Siehst du, und du hast den Loot genommen trotzdem. Jupp, ich war jetzt auch mal so frech und habe einfach Ninja lootet. Ist auch okay, ich habe goldene Boot. Wow. Ist okay, ich habe eh die viel besseren Boot. Dann kannst du ruhig Ninja ein. Sollen wir über Town Portal Waypoint gehen oder willst du den Weg zurücklaufen? Wir können für mich über den Wegpunkt gehen. Ich bin da faul. Okay. Ich bin da faul. Ich glaube, das geht schneller. Wir kaufen noch schnell, wenn wir eh schon hier sind. Ja, mache ich auch noch mal kurz. Und meine Tante ist schon wieder gestorben. Ach Mann. Was machst denn du mit der? Meine lebt noch. Die hat für uns gerade die Goldenen getankt. Was? Ja, ich bin nämlich rausgegangen und dann hat der goldene Jakro auf die Tante gewechselt. Ach was. Deswegen stirbt die, weil deine halt das nicht macht. Ja, meine ist halt vernünftig, die hält Abstand. Wow. Brauchst du Mana Potions oder nimmst du die gar nicht? Doch, ziemlich häufig sogar. Okay, warte mal, dann kriegst du von mir. Mein Fire Blast Damage hängt an Stärke an, gebe ich mir mit dran. Also man sieht es doch, ne? Wenn ich einen Skill habe, wo das angezeigt wird, oder? Er ist halt zwar nicht sonderlich. Also, wenn du in deinen Charakter gehst, dann siehst du doch rechts die Stats. Neben dem. Also, links hast du diese Hauptstats, die vier: Stärke, ja. Dex, Vita, Energy. Und rechts daneben immer, was es beeinflusst, richtig? Ja. Und ich habe jetzt direkt unter Attack Damage, bei mir ist Fire Blast Damage. Und Fire Blast ist mein Skill. Ja, da wird ja dein Fire-Dings angezeigt, ja. Ja, aber heißt das dann auch, dass Stärke mein Fire-Blast-Damage verbessert? Soweit ich weiß, ist es eigentlich nur im Skill-System. Also nicht, dass das irgendwie mit den linken Sachen korreliert. Also, okay, das ist nur der Default-Attack skaliert. Probier es halt mal aus, wenn du da einen Punkt reinmachst, aber ich glaube, es ändert sich nichts. Ich habe gerade meine Punkte ausgegeben und weiß es nicht. Schlecht. Ja. Schade. Oder ich gehe halt auf Sentries. Sentries ist, glaube ich, auch witzig. Dann könnte ich das Shockweb mitskillen. Und auch hier die Lightning Sentry und so kriegt Fire Damage plus. Schön. Wo
probieren wir das mal, das mit den Sentries. What? Requires Level 7. Ah, oh, okay. 2. Und wir müssen unser Gold abliefern. Gold, 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 Gold. Mit Lumios ist Gold nicht klaut, wenn wir hier Dinge tun. Wow. So, bist du denn schon weiter? Oder? Ne, du stehst noch hier. Ich. Was? Warum sagst du da wow? Das ist einfach so. Ich hab's hier das letzte Mal, wo wir gespielt haben, du gestorben bist, liegen lassen. Und hab sogar gesagt, hier ist dein Gold. Das verlierst du. Du hast gesagt, nämlich. Hier ist mein Zeug. Und dein Gold. Das hab ich mir, daran kann ich mich nicht erinnern. Doch. Da brauche ich einen Clip, glaube ich. Oh. Wow. Wow. Geh gleich aus der Party raus. Guck mal, was ich jetzt für einen tollen Skill hab. Ich seh nichts. Hier, der. Oh. Macht der überhaupt einen Damage? Der macht, glaube ich, nur ab und zu Damage. Auch wenn das aussieht, würde konstant Damage machen. Lightning Damage hat immer so eine riesen Bandbreite an Kram. Dafür habe ich jetzt fast Schaden. Der ist unglaublich viel Mana verbraucht. Ach, du hast jetzt irgendwie Ice Bolts oder Ice Arrows oder sowas, ja. Die halt einfach. Keine Ahnung, so viele Schüsse und dann habe ich kein Mana mehr. Ich brauche 6 Mana dafür und sonst 3,1 für das andere. Ist schwierig. Chipped Ruby und ein Key. Wollten wir nicht eigentlich bei uns in Wegen bleiben oder so? Oh, der. Okay. Du darfst mir hinterher. Das ist nicht smart. Warum siehst du, dass Mana sich nicht auch nicht regeneriert? Oder habe ich irgendwas, was Mana Replash hat? Doch, Mana regeneriert sich immer langsam. Ich glaub, das ist war meine! Jetzt habe ich auch goldene Boots mit Defense 4. Eigentlich wieder. Also, refresht sich da nix? Dachte plus ich. Dexterity, Lightning Resi, Fire Resi. Oh, ich habe auch nichts, was. Scheinbar doch. Also mein Mana ganz, ganz langsam. Ganz, ganz, ja, ganz, ganz langsam. Ganz langsam, ja. Geht's hoch. Mein Throne. Hier ist noch so ein komischer Shaman. Irgendwas macht hier noch. Hier ist noch ein Ring. Willst du einen Ring haben? Hab ihn schon. Ja, wir haben jetzt extra liegen lassen. Ich hätte auch weglooten können, ja. Versuch mal jetzt zwanghaft nett zu sein, ja. Ich wollte einfach mal, dass du auch einen Ring hast, weil ich habe ja schon einen Ring. Ach so. Sag dir gar nicht, was ich alles hab. Wow. Du bist ja fies. Warum nicht? Bist du nicht eifersüchtig? Ich werd doch nie eifersüchtig. Neidisch. Wäre doch nie neidisch, niemals. Ich meine, wir müssen immer diese komische Höhle finden, ne? Weil hier unten geht's wahrscheinlich nicht sinnvoll weiter, oder? Stony Field? Lies mal deinen Questlog. Geht's dann bei Stony Field lang? Sehr gut, danke. Will man dir die Chance lassen, dass ein Kapar ist für dich? Was ist denn Crude? Ist nicht Crude schlecht? Hätte ich so gedacht. Was du hast. Ich hab normale Katars. Und ich glaube, bei den Katars ist es ähnlich wie bei den Sorcerer-Dinger, dass sie nicht magisch sein müssen, um dir irgendwelche Skill-Fähigkeiten zu geben. Level up, doch bis jetzt schon. Also ich habe immer, wenn ich Weise hatte, hatten die noch keinen Skill irgendwas. Okay. Ich also, bin mir nicht sicher, ich habe wie gesagt Assassin nie gespielt. Es ist auch irgendwie total random, dass Wands und auch Deaths und sowas extrem viel Kohle bringen, wenn du die irgendwie abgibst. Ja, wenn die Plus-Skills haben halt, bestimmte. Ja, das gibt's aber auch bei den Barbaren und auch bei, also die Hüte und die Zepter und so Geschichten. Nee, die. Stimmt, und die waren nichts wert, ne? Die kosten nichts, ja. Also, ja. Also, die kosten schon, wenn du sie kaufen willst, aber. Ich weiß nicht so ganz, wer sich das ausgedacht hat. Das ist irgendwie ziemlich seltsam. Blizzard. Ja, irgendjemand bei Blizzard. Ja, Spirit of Force. Ich glaube, ich kriege Mana, ne? Moment, sind wir hier richtig? Hier sieht irgendwie besonders aus. Gibt es die Underground Passage nämlich hier am Eck? Ich hatte die noch nie in der Mitte. Geh mal rein. Hier ist ein Goldner bei mir gewesen. Eine Large Axe. Nein, ich kann die Large Axe nicht tragen. Vielleicht erstmal Gegner kaputt machen, bevor du hier. Nee. Hauptsache, ich hab den Loot.
Und Scrolls. Ach, hier ist dieser Steinkreis. Den braucht man auch noch für irgendeine Quest. Ja, aber später dann erst. Also im Prinzip für die gleiche die Quest, die wir jetzt haben, aber später im Verlauf. Oh, hier ist wieder ein Goldener. 100 Fluch. Wie viel Goldener haben wir denn? Was ist denn ein Fluch? Was macht denn der? Den du jetzt hast, sorgt dafür, dass du einen gewissen Schaden, den du ausfallst, auch wieder einsteckst. Es gibt unterschiedliche Flüche, die kann der. Ja, das ist eh schon vorbei. Wie heißt der? Wie viele Gegner hier sind? Holy shit! Cam? Das war das letzte Mal aber nicht so, dass hier so viel los war. Sicher? Also die Camps sind halt immer so. Es kommt mir deutlich heftiger vor. Mir wäre ein Katar, was gesockelt ist, falls du das haben willst. Oh, schon die grauen waren mit Sockel. Ja, ich hab zumindest. Oh Gott. Mein ganzes Inventar ist voll mit. Moment, ich muss mir kurz Tränke sortieren. Mein ganzes Inventar ist voll mit Tränken. War jemand besonders greedy? Was? Niemals. Mhm. Niemals. Ich bin doch nicht greedy, Lubi. Das tut man nicht so. Die brauchen wir definitiv auch nicht. Wow, der Ring hat bloß 1 Maximum Damage. Ist das krass. So ziemlich das Schlechteste, was du kriegen kannst, oder? Ich glaube, ja. Hier, ich hätte da ein bisschen... Oh, hast du noch einen Edelstein? Oh, hab ich einen Edelstein rausgeschmissen? Ich habe keinen Überblick mehr hier in dem ganzen Sachen. Mach du mal weiter, ich kämpfe noch ein bisschen. Ich habe noch einen Experience-Schrein, den würde ich gerne noch 2 Sekunden nutzen.